Was geht's, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren lustigen Part von Let's Play Paper Mario Sticker Star hier bei Crush 40 Freak 89. Ja, jetzt sind wir, jetzt befinden wir uns gerade in der, im vierten Level der ersten Welt drüben, Hügel. Also es klingt schon mal ganz spektakulär. Wollen wir mal sehen, was uns hier Schönes erwarten wird. Okay, hier haben wir schon mal wieder einen Koopa. Und mal sehen, was es hier gibt. Ein Sticker auf jeden Fall. Werde mit Seriensprung. So. Und noch ein Panzer, bitte. Danke. So. Da wir sowieso wieder so einige Sticker haben, können wir wieder diesen Koopa hier bashen. Bam. Bams. Und da kommt leider wieder ein paar Gambas. Aber wir müssen einfach nur auf den Koopa hier springen. Dazu machen wir einen normalen Sprung. Ja. Und jetzt wieder. Bam, 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 bam. Achso. Ah, verdammt. Wieder zu früh. Ich habe schon vergessen, dass ich. Ja, egal. Ein Seriensprung wäre doch lieber besser. Nehmen wir einen Seriensprung. Bam, 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 bam. Okay. Perfekt. Exzellent. Sehr schön. Gibt wieder. Wow, das gab jetzt eine ganze Menge Münzen hier. Da gab es auch noch eine Münze. So. Und ein paar Sticker. Nipsa. Also einen abgenutzten Hammer und noch einen Sprung. Sehr schön. Und eine Röhre. Jetzt verschiebe ich ein bisschen zu sehr den 3DS. Okay, ich hoffe, dass alles im Bilde ist. Ja, es sieht ganz gut aus. Ich hoffe, dass da nichts verkehrt läuft mit der Aufnahme. So, dann checken wir mal aus, was hier ist. Rein da. Oh, Käfer, Käfer, oh Gott. Bam. So, kriegst du einen mal drauf, du kleiner Spaten. Vielleicht sollte ich doch lieber einen Hammer einsetzen. Der lässt ihn vielleicht rein. Der lässt ihn vielleicht in seinen Panzer kriechen. Ich weiß nicht mehr genau, was, wovon es abhängt, wann er sich in seinen Panzer verkriecht. Setze ich ein bisschen mal den Hammer ein und. Bam. Das war schon mal gut. Zerknittert. Der ist zerknittert. Nicht schlecht. Okay. Das erst kann sich nicht bewegen. Das ist meine Gelegenheit. Deswegen setze ich jetzt gleich wieder Seriensprung ein. Und bam, 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 bam. Ja, nice. Sehr schön. Oh, jetzt merke ich es erst jetzt. Oh, ein Powerblock. Und was ist das? Ah, hier können wir die Papierisierungsfähigkeit einsetzen. Also hier können wir uns wieder heilen. Dann räumen wir lieber die Käfer aus dem Weg, weil die sterben wahrscheinlich nur unnötig. Ach, jetzt verkriegt er sich in seinen Panzer. Das ist gut. Das ist schön. Sehr schön. Ah, ein abgenutzter Sprung. Ey, da spielt die Musik. Okay. Ist alles bei der Aufnahme in Ordnung? Ich hoffe es doch. So, ich hoffe, die Kamera bleibt im Bild und ich hoffe auch, das Bild bleibt normal scharf. Mehr oder weniger, weil der untere Bildschirm wird leider sowieso nicht gerade so gut aufgenommen. Apps, 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 Apps. Yeah, nice. Jawolski. Perfekt. Wieder mit ein paar Münzen dazu. Die Gegner geben diesmal extra viel Münzen. Das ist sehr schön. So, hätte klappen können. Bam. Ist besser, wenn wir die alle mal aus dem Weg räumen. Weil, so können wir uns dann in Ruhe auf das Rätsel konzentrieren. Also, perfekt. Wir müssen ja diese Röhre wieder vervollständigen. Dazu müssen wir die Papierisierungsfähigkeit nutzen. Wir müssen also das übrig gebliebene Teilchen finden. Wo ist das hier? Das ist die Frage. Oder wir können gleich das Rohr hier abziehen und... Ja. Weiß ich allerdings nicht mehr, wie das nochmal ging. Ich glaube mit... L... können wir nur von Kerstin einen Tipp bekommen. Oh, ganz schön düster und frisch hier drin. Schon irgendwie gruselig, aber nur ein ganz klein bisschen. Also, willst du ein Rad von mir? Probieren wir mal ein Rad. Ja. Wenn du irgendwas Komisches siehst, sollst du auf jeden Fall papierisieren. Immer eine gute Idee. Ja, und wie mache ich das gleich nochmal? Ach, mit Y, genau. So.
Was soll das jetzt? Ich will keinen dieser Sticker hier. Hä? Was? Moment mal. Ach ja, ich kann jetzt zu den Schnipseln gehen. Aber da haben wir ja keins. Probieren wir es jetzt nochmal. Also ich kann hier nichts abziehen, das geht also nicht. Hä? Was war, wofür soll der Panzer gut sein? Alter, ich komme da nicht mehr ganz mit. Das, aber das können wir vielleicht noch im Lauf, das kann ich vielleicht noch im Lauf herausfinden, wofür das jetzt gut ist. Im Laufe dieses Let's Plays. Augenblick bin ich ja noch. Wow, Blitzersprung. Das nehme ich doch gern. Blitzer-Seriensprung sogar. Hä? Da drüben ist der Komet. Aber ich komme da nicht ran. Alter. Also mit X kann ich das Album öffnen. So. Nein, also. Ich habe hier noch so einiges zu lernen, denke ich mal. Düdeln. Düdeln. Es sieht ja auch irgendwie ein bisschen dreidimensional aus, oder täusche ich mich da? Ja? Ein bisschen dreidimensional wirkt das auf mich. Vielleicht muss man die Papierisierungsfähigkeit hier nutzen. Weil dann erst, ja. Nur wenn, etwas in der Nähe ist, womit man Papierisierung, was die Papierisierung benötigt, dann erst. Nur dann erst, kommt man automatisch ins Menü Schnipsel. Okay. Gehen wir erstmal hier weiter. Da ist ein Schild. Windmühle. Vorsicht vor den Flügeln. An besonderen windigen Tagen. Besonders windigen Tagen, ja. Ist klar. Da drüben ist doch... Nein. Ich dachte, da wäre was. So, was ist eigentlich mit dem Baumstumpf hier? Gar nichts, oder? Nein. Kann ich noch so viel draufhämmern, wie ich will. Da kommt nichts raus. Gut. Ups, ich wollte eigentlich auf den Gamba springen. Aber egal. So. Was haben wir eigentlich hier? Was war das nochmal? Der Wurfhammer. Ach ja, der Wurfhammer. Und das ist der Auerhammer. Okay. Nehmen wir einen Seer. Wie viel Seerensprung habe ich eigentlich noch? Nicht mehr so viel. Nehmen wir erstmals einen Panzer. Okay, und los. Immer richtigen Moment. Ja. Excellent! Sui, smart. Perfecto! So. Die Münzen will ich aber schon noch haben. So. Den geben wir auch noch eins auf den Deckel. So. Aha, ein Cooper kommt auch noch dazu. Gut. Setzen wir diesmal wieder einen Seriensprung ein. Und. Bam. Ja, immer im richtigen Moment und dann kommt ein super tolles Ergebnis. Aber mal ernsthaft, nützt es was, wenn man so viele Gegner besiegt? Ich weiß nicht. Was passiert wirklich, wenn mal die Sticker uns ausgehen? Ach. Oh, da ist ja noch eine Röhre, oder bilde ich mir das nur ein? Nein, die Röhre waren wir auch noch nicht drin. Okay, da nichts wie rein da. Da ist wieder ein Käfer. Ignorieren wir den mal. Versuchen wir den mal zu ignorieren. Okay, den können wir nicht ignorieren. Springen wir mal auf den drauf. Ja, mit dem Sprung, da können wir dann die Gambas bashen. So. Bam. Jawolski. Sehr schön. Perfekto. So. Jetzt hoffentlich kommen wir hier ungestört weiter. Ach, sogar an den Decken. Okay. Sogar hier oben sind diese ganzen Käfer, aber wie komme ich da jetzt rauf? Hä? Verwirrung for the win. Ist auch klar. Blind. Ja, ich liebe immer diesen Soundtrack. Aber gut. Jetzt müssen wir zum Thema zurück. Ah, Moment mal. War das eben ein Schnipsel? Sah so aus. Und da ist auch noch ein Hammer. Ich glaube, jetzt bin ich hier völlig woanders. Okay, die Aufnahme. Hoffentlich hat sie nicht dazwischen unterbrochen. Ein Tor, der heult? Nachdem wir diese ganzen Hämmer abgezogen haben, diese ganzen Sticker, werden wir mal nachgucken, was mit ihm los ist. So. Also hier sammeln wir jede Menge Sticker, das ist schön. Das ist perfekt. Kommen wir wieder rauf? Hä? Nein! Nein! Stecken wir jetzt hier fest oder was? Kacke, das gibt's ja nicht.
Vermutlich hätte der Tod irgendwas für uns gehabt, oder? Alter. Ah. Bringt das was, wenn wir die ganzen Blumen wieder umdrehen? Ich glaube nicht. Aber gut. Ach, ich hätte abgenutzte Sprünge einsetzen sollen, aber egal. Egal, was soll's. Perfekto. So. Was bringt es eigentlich, wenn man die ganzen Blumen umdreht? Eigentlich gar nichts, hä? Aber Alter, was habe ich mir bloß dabei gedacht? Jetzt komme ich nicht mehr rauf, oder wie? Nein, ich komme nicht mehr rauf. Das ist völlig sinnlos. Das... Ach, Mann. Ich bin auch so ein Lappen. Echt jetzt? Ich komme nicht mehr hoch. Oh, ich könnte ausrasten. Moment mal, unter den Hämmern sehe ich gerade einen Feuerhammer, oder bilde ich mir das nur ein? Ich hoffe, das seht ihr auch bei der Aufnahme. Ich zeige Ihnen am besten mit dem Touchstift. Da. Ich weiß nicht mehr, wann wir den gesammelt haben. Probieren wir ihn mal demnächst noch aus. Vorher mal ist der Gamba dran. Ist eh wieder nur einer. Oh Gott. Also da reicht wirklich ein abgenutzter Sprung. Drehen will ich nix. So. Und jetzt wieder. Kabums, Bams, Bims, Pum, Bam. So. Perfekto. Und weiter. Ah, da gibt's wieder ein Hüpf-Pushen-Sticker. Aber kommen wir dann wieder zurück zur Windmühle. Probieren wir mal, ob wir die ansehen können. Was ist denn das? Der Flügel blockiert den Eingang und zwar komplett. Was hat Architekt bloß dabei gedacht? Ach, es fehlt im gesamten Emble. Wie wär's mit einer Eingangstür? Gesamten Emble? Was? Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was sie gesagt hat. So, vielleicht nützt es auch was, wenn wir die Blumen hier umdrehen. Oder es sieht einfach nur schöner aus. Naja. Völlig sinnvoll, das Ganze. So. Gehen wir nochmal in den Untergrund. Und checken die Lage. Da ist wieder der Käfer, den wir ignorieren. Hä? Was? Haben wir den nicht schon mal besiegt? Hä? What the hell? Ich sagte, die hätten wir schon alle... Alter! Das gibt's ja nicht. Kommen die etwa alle wieder zurück? Na toll, super. Ist es überhaupt was, wenn man die besiegt? Wir können uns immer gerne in den Comics schreiben, ob es irgendwas bringt, wenn man sie alle besiegt, außer Münzen. Zum Beispiel Erfahrungspunkte, weil ist es etwa kein Rollenspiel mehr? Seit Paper Mario? Naja, in Super Paper Mario ist es ja noch ein Rollenspiel gewesen, teilweise. Aber, jetzt gerade? So, was hat der Toddy? Mario! Du hast mich weinen gehört und bist zu Hilfe gekommen. Aber ich muss wohl auch ziemlich laut geweint haben. Ich war auf einem friedlichen Spaziergang. Ich merkte, dass ich mich verlaufen hatte und umgeben war von Gegnern. Allein hätte ich nie fliehen und den Weg zurückfinden können. Also habe ich meine Zuckheit durch Schluchz ausgedrückt. Ich will schluchzen. Und jetzt hoffe ich, dass du mich in die Stadt zurückbringst, die vor den kurzen Abstand steht. Den Weg versprochen. Der Tod hat sich dir angeschlossen. Ja, okay. Kann er uns überhaupt auch im Kampf unterstützen? Mario, warte! Der Springerfeld! Beinahe, da muss ich weinen! Ach, du Heulsuse! Weißt du, ich glaube, ich warte einfach hier auf dich. Komm später wieder her. Mich zu holen, aber vergiss es bloß nicht, ja? Ja, wie jetzt? Müssen wir da... Mann, das ist doch... Oh. Müssen wir da schon wieder diesen ganzen Weg hier gehen, oder was? Ich glaub, mein Schwein pfeift. Boah, scheiße, das gibt's auch nicht. Müssen wir wieder diesen ganzen Käfern hier vorbei. Okay, Achtung. Ich will jetzt keine Kämpfe haben. So, jetzt können wir in Ruhe da zum Toddy. Da müssen wir einfach wieder durch die Röhre durch. Vielleicht hilft uns ja auch darauf, dass... Und, ja, hey, du kannst es aufhören zu heulen. Oh, sei Glück, dass mich du zurückgelassen. Mir leid, dass ich tot bin, aber meine Beine sind nicht so stark wie deine und ich trainiere auch nicht so viel wie du. Weißt du, ich werde einfach wieder voll mit mich zurück in die Stadt. Ja, ja, so, komm. Komm, Kleiner, rein da. Was ist? Ich hoffe, du bleibst jetzt nicht oben. Nein, er kommt mit. So. Bam. Was passiert eigentlich mit dem Tod, wenn er von Gegnern erwischt wird? Ich will es gar nicht rausfinden.
Jetzt haben wir keine Sprünge mehr, keine normalen. Also nur noch diese Hüpfpuschen. Die werden ein bisschen verschwenderisch gerade. Okay, versuchen wir es mal mit den Hüpfpuschen da. Wir müssen eh nur einmal treffen. Aber, okay, ich war jetzt etwas so spät dran. Aber egal, perfekt. Und weiter. So. Erstmal auch den bashen. Okay, da brauchen wir wieder. Jetzt haben wir nur noch Seriensprünge. Um Gottes Willen. Leute, da ist noch eine Hüpfpusche. So. Bam, 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 bam. Ja, 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 ja. Jawohl! Das war doch nice. Besser geht's kaum. So. Na? Toddy, was ist mit dir? Wenn du jetzt von Gegner berührt bist, was wird dann? Hey, was? Hey! Okay, ich verstehe schon. Der Tod darf die Gegner nicht berühren, das ist das Problem. Sonst rennt er uns wieder davon. Och, du bist so ein Weichei. Komm her. Nein, ich hab dich nicht verlassen. Aber ich möchte nicht klingen wie eine Memme, aber ich bin so ein großer Kämpfer wie du. Also irgendwelche Fieslinge nähern müsstest du für mich besiegen. Ernst, das sehr helfen. Also ich wollte einmal bitte bei mich die Stadt. Ja, so ein Weichkeks. Ein totales Klotz am Bein. Ach, wo ist die Zeit geblieben mit den ersten Paper Mario Teilen? Nein! Ach! Verdammt, das wollte ich jetzt aber nicht haben. Ich wollte nicht über ihn drüber springen. Oh, dann hätte ich den. Jetzt kommt das schon wieder. Jetzt reicht's aber langsam. Komm endlich mit, du Memme. Wenn du willst, dass ich in die Stadt bringe, dann musst du mir schon folgen. Mann, bist du ein Weichkeks. Oh, komm her. Und bleib jetzt da. Wehe, du rennst mir noch einmal davon, dann lasse ich dich wirklich im Stich. Ernsthaft, das nervt. So. Wir möchten endlich mal weiterkommen. So, dann bashe ich ihn einfach jetzt mit dem Hammer. Ich hoffe, der von der Decke kommt jetzt nicht runter. So. Ach. Probier ich mal den Powerblock aus. Ich weiß, der wäre zwar überpowered, aber... Naja. Ich will zwar nicht so sein. So. Mal sehen. Wann... Okay, ich glaube, da bin ich aus dem Konzept gekommen. Also, ich glaube, ich habe sozusagen gefailed. Okay, zum letzten Mal mit dem Panzer wollte ich eigentlich eher einsetzen. Nein, ich setze den Hammer ein. Okay. Der beherrscht auch zum Glück mehr Gegner. Ach nee. Boah. Zwar geblockt, aber drei, um Gottes Willen. Der macht aber schon massig Schaden. Nee, den muss ich jetzt gleich loswerden. Was sind das nochmal? Eisensprung. Ach ja, für Gegner mit Stacheln. So. Dafür kriegst du jetzt noch einen Hammer, mein Freund. Grillhammer heißt der. Entschuldigung. Grillhammer heißt also dieser Feuerhammer. Okay. Aber ich setze lieber normalen ein. Und bash. Weg mit dir. Aber es ist noch nicht vorbei. Da kommen noch so einige. Und ich kann sie nicht ignorieren. Ich muss sie leider alle erledigen. Ach. Was würde also wirklich passieren, wenn ich keinen Sticker mehr hätte? Alter. Daran möchte ich jetzt gar nicht denken. Bam, 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 bam. So. Wir alle auf einmal gemacht. Oh, mein Gott. Ich hätte beinahe die Zeit übersehen. Nach einer kurzen Aufnahme in Neustadt geht's wieder weiter. Gut. Dann können wir jetzt weiter. Zum Glück bekomme ich hier ein Herz wieder. So. Nein! Ah, bin ich blöd! Nein! Warum muss ich über ihn drüber springen? Ich wollte auf ihn springen. Jetzt reicht's aber mal langsam. Das fängt schon wieder gut an. Soll ich wirklich noch dazwischen schneiden? Komm endlich mit mir mit, du kleine verdammte... Boah. So ein... Voll... Scheiße, jetzt will ich den ganzen Mist von vorne. Jetzt reicht's mir aber. Wie das nervt, wie das nervt. So...
Okay, beruhig dich einfach jetzt, das reicht's mir. Ich hab echt die Schnauze voll. Mir gehen auch die Sticker aus, wenn es so weitergeht. So, einen Hammer kriegst du mal. So, von denen lasse ich mich jetzt einfach treffen. Oh, weh, das war zu früh, verdammt. Wie viel Schaden der gemacht hat. Okay, Feuerblume bringt nichts gegen die Gegner, das weiß ich. Da eben ein Wurfhammer. So. Hä? Was? Ah ja. Stimmt ja. Das ist so ein... Ich dachte, das wäre so ein Hammer, mit dem er ausholt und dann schwingt. So. Du kriegst jetzt auch eine drauf. Gibt auch ein paar Münzlein. Und jetzt setze ich wieder... Hüpfpushen, nein. Ach man, jetzt habe ich wieder... Ich muss mir erstmal die Information über diesen Hammer ansehen. Schlägt bei Verwendung eine riesige Flamme. Der Gegner leicht anzeigen, wirkt aber nicht bei allen Gegnern. Ja, ich weiß. So, das war der Auerhammer. Der kann den komplett wegbeischen. Ah. Ja, einen Seriensprung haben wir noch. Okay, verwenden wir den halt. Wir können ja nachher noch welche kaufen bzw. sammeln. Ich hoffe nur, hier gibt es noch keinen Boss. So. Verdammt, zu spät. Egal. So. Nur noch zwei, glaube ich. Ja, zwei müssen es noch sein. Diesmal zum Glück nur ein Käfer. Okay, können wir gleich mit einem Auerhammer bashen. So. Und weg mit dir! Wie geil das ist. So, perfekto. Matiko. Bleibt die Aufnahme gut? Ich hoffe es. So. Nein, das war's. Zum Glück. Oh Gott, aber hoffentlich wird's nicht noch schlimmer. Hey, Lizzie, Baby, der Erde. Was ist denn dir, Mario? Du bist ein fantastischer Beschützer. Jetzt bleib stark und bring den ganzen Weg zurück in die Stadt. Es ist auch nur ein kleines Stück zu gehen. Müssen wir wirklich den ganzen Weg in die Stadt zurückgehen mit dir? Alter, bist du ein Lappen. Ich glaube, hier habe ich eh schon alle Gegner gebasht. Ne, achso, der muss da über der Treppe rauf. Boah, so ein Lappen wie der ist. Was ist denn da? Ja, das hat sie schon gesagt. Ich meine, wenn wir jetzt mit denen da reingehen, dann wird er jetzt wahrscheinlich auch wieder davon laufen. So müssen wir wirklich komplett in die Stadt mit ihm zurück. Oh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergehen soll da. Vielleicht könnte er uns da nützlich sein. Nein, das bringt ja nichts. So, ja, gehen wir zur Weltkarte. Ich hoffe, er kommt auch mit. So, ja. Sehr schön. Okay. So, da hast du. Wir sind in der Stadt zurück. Zufrieden. Erspar mir das. Dann darf ich deine Rettung euch ein kleines Geschenk für dich. Komm bei mir zu Hause vorbei. Es ist das mittlere Haus in der Dreiergruppe da hinten. Ich warte dort auf dich. Juhu! Oh mein Gott. Oh. Also mit denen hatte ich echt eine unglaublich viel Stress. Und Zeitverschwendung. Der Block ist auch wieder da? Ja, da gibt wieder einen Sprung. Was denn, versteckst du dich immer noch? Ich verstecke mich gerade. Jetzt nicht mehr. Wegen Gambas in der Nähe der Stadt bin ich. Der Gemucke, dass sie vom Gamba-Kastell aus über das Gebirge hergekommen sind. Seitdem Tumult beim Sticker-Wesley stand anscheinend wahllos mit Passanten an. Ich versuche ihnen nicht in die Augen zu schauen. Ja, so viel dazu. Also, von wegen Hinterhalt und so. So, das Haus war es. Erinnert euch ja noch an den ersten Part, wo er sich versteckt hat, weil, ja. Weil eigentlich, weil wo er dann als Ausrede uns erzählt hat, dass er Bau seinen Hinterhalt stellen wollte, ja klar. Ich glaube, ich sollte mal das Album ein bisschen ordnen. Ja, Start war es. Ich muss aufpassen, Start ist neben dem Powerschalter und, ja. Ihr wisst ja, was das bedeutet. So, oh, das sieht doch ordentlich aus. So gefällt mir das. So, ups. Was kommt da alles raus? Gar nichts, oder? Gar nichts. Nein. Ja, wir können auch noch eine verpassen.
So. Mario, ich habe auf dich gewartet. Das hier ist besonderes, tolles Dankeschön-Geschenk, aber bitte nimm es. Ein Pilzsticker, okay. Ja. Immerhin. Hey, Popos, hat sie mich total einen Darm verloren? Aber haben die Gambas von dieser Windmühle da ganz komisches angesagt? 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3, 4-1-2-3? Hä? Was ist das, ein Code oder was? Ist das nicht komisch? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Sprache? Boah, hast du das schon wieder getan? Ich muss echt damit aufhören, mich ständig in der Gedanken zu verlieren, bevor ich richtig verlaufe. Klein. 4, 1, 2, 3? Hä? Was ist das? Das müssen wir uns mal ansehen da. Okay, dann mal raus aus der Stadt. Aber schnell. Okay, hoffentlich habe ich jetzt keinen Stress mehr mit diesen kleinen... mit irgendwelchen, Klötzen am Bein. Mir wäre es lieber, mich würden, so wie den ersten Paper Mario, teilen. Ja. Ich würde, so wie den ersten Mario teilen. Ja. Ihr wisst es. In Paper Mario teilen ein anderer. Okay, es sind 10 Minuten. Ich dachte, es wären 17 Minuten. Was ich jetzt sagen wollte. In den ersten Paper Mario Teilen, da kam ja noch ein weiterer Charakter hinzu, der ein als Verstärkung diente und zusätzlich kämpfen konnte. Das gibt es jetzt wahrscheinlich hier nicht mehr. So. Zum Glück gibt es ja auch wieder die Sticker zurück, aber leider sind auch die Gegner wieder da. Die ganzen Gambas und Koopas. So. Ich glaube, hier müssten wir eine Windmühle platzieren, oder bilde ich mir das ein? Alter. Wir hatten ja die Windmühle eigentlich schon eingesetzt, oder? Probier's mal. Y war das. So. Oh, komisch. Ich habe noch nie eine Beziehungsstelle wie diese hier gesehen, um sie aufzukleben. Ich schätze, die ist für seltenen Sticker-Typ, mit dem ich noch nicht so auskenne. Ja, und wir wissen für was. Für den Ventilator. So, erstmal richtig positionieren. Okay, etwas glatt streichen und da drauf ist das Ding. Perfekt. Und was bewirkt es da? Wow. Ach du. Alter, was richtet der für ein Chaos an? Bekommen wir mit dem Ventilator-Stick überhaupt wieder zurück? Nun gut. Jetzt drei. Nun gut. Ich dachte schon, das würde wieder den Eingang versperren. Und die Gambas fallen alle wieder darunter. Naja, den Sticker kommen wir nicht mehr zurück. Aber anscheinend muss man die Papierisierungsfähigkeit öfters nutzen. So, was gibt's hier drin? Hallo! Ja. Oh Gott, nein, da war der Code und jetzt habe ich ihn vergessen. 4-2-3-1, oder? 4-2-3-1, war das richtig? Hä? War das richtig so? Nein, ich glaube nicht. Alter, ach, muss ich etwa wieder zurück in die Stadt? Muss ich den Toni wieder fragen? Alter. Oh Mann, das nervt. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Solche Rätsel hasse ich ja auch wie die Pest, wo man sich was merken muss. Ernsthaft, die gefallen mir überhaupt nicht. Könnt mir auch in den Comments schreiben, was ihr von solchen Rätseln haltet. Ich hoffe nur, dass ihr euch jetzt nicht gerade in diesem Part langweilt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hol ich mir noch den Sticker hier. So, nein, da kommst du her. Komm her, danke. Oh, dafür muss ich jetzt den Ventilator aufbrauchen. Ah, falsches Haus. In dem mittleren war er. Oh Gott, leichter Orientierungsverlust vor dir drin. Oh, ja, hier kann man auch den Teppich wieder umdrehen, stimmt ja. So, okay, was sagst du nochmal? Fällt der Gammel auf dir rum?
Damit 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ich kann nicht schon wieder verlaufen. Also werde ich hier im Haus darüber nachdenken. Ja, und dann verläufst du dich in deinem eigenen Hause. Sieht sein. Ach so. Okay. Ich habe jetzt auf den Aufnahmebildschirm geachtet und ich dachte, dass, ja. Dass irgendwas mit der Aufnahme wieder nicht stimmt. Aber alles gut, alles bestens. So. 4. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Och, ich gehe noch einmal zurück und frage in zur Sicherheit und dann merke ich mir das. Sorry, Leute. Sorry, dass ich euch das antue. Aber ernsthaft, ich bin kein Fan von so etwas. Schreibt mir in den Kommis, was ihr von solchen Rätseln eigentlich selber haltet. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Das sage ich jetzt die ganze Zeit. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ich hoffe nur, dass es solche Rätsel nicht mehr geben wird. Ernsthaft. Das würde mir unnötig auf die Nerven gehen. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja. Entschuldigung, bitte. Ein bisschen müde bin ich schon, aber naja. Ich mache erst eine Pause, wenn der Part beendet ist. Okay. So hole ich mir wieder ein paar Sticker. Sticker 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh Gott. Daraus könnte ich einen Song machen. 4, 1, 2, 3. Nee. Lieber nicht. So. So, jetzt habe ich es aber. 4, 1, 2 und 3. So. Endlich. Eine Röhre. Geht es wieder in den Untergrund. Oh ja, jetzt geht's darauf. Und jetzt kann ich dieses Röhrensticker erreichen und... Ups! Hä? Okay. Das hat mich jetzt erschreckt. Also es war sowieso nur ein Herz. Bam, 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 bam. Der verbieselt sich einfach. Das war eh zum Glück nur ein einziger Käfer. Ja, das war nur so eine Art ein 10er-Herz. Nicht schlecht. So, jetzt aber sind mehrere Gegner am Start. Das heißt also... Zum Glück habe ich jede Menge neue Sprungsticker am Start. Bam, 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 bam. Jawohl, Ski. So, wieder perfektes Ergebnis. So wie ich es gern habe. So, jetzt muss ich da irgendwie raufkommen. Jawohl, Ski. Mit Papierisierung müsste ich hier das Ding jetzt einsammeln. So. Hä? Warte mal, wieso sammle ich jetzt nicht ein? Ach so, ich sammle es doch ein. Grüne Röhre. So. Aber jetzt haben wir sie aber. Sehr schön. Okay. Ich glaube, da unten war ja auch noch so eine Art Block. Ach so, das war der, den ich schon gesehen habe. So. Hier mit dem Sprung. So. Diese Spaten hier ignoriere ich jetzt am besten ganz gezielt. Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Ich hoffe echt ernsthaft, dass man nicht nochmal so einen Klotz am Bein bekommt, sondern einen ernsthaften Charakter, welcher auch kämpfen kann. Nee, der Gamba geht mir jetzt auch nicht auf den Sack. Ich vermeide jetzt eigentlich möglichst die Kämpfe. Und ich möchte auch vermeiden, dass die Aufnahme schief geht. Okay, das war jetzt knapp. Ja, ein Powerblock gibt's wieder zurück. So, jetzt heißt es wieder Papyrisieren. So. Da nichts wie rauf, da möglichst genau passend. Okay, das sieht ganz gut aus. Perfekt. Es passt. Endlich. So. Nichts wie rein da. Jetzt geht's endlich weiter. Hä? Ach du Schande. Wow. Hilfe. Ein Riesenkäfer. Ein Boss. Münzen? Nein. Ja, okay, das geht. Sehr schön, dann habe ich zwei Sticker zur Verfügung. Gegen den helfen ja wohl kaum Feuersachen. Also wenn dann, der Auerhammer setze ich ein. Und ein
Ne, die Glückskarte lasse ich aus. Einen Wurf. Nein. Blitzehammer. Okay, versuchen wir es mal mit einem Sprung, oder? Ach, ich weiß nicht, was ich jetzt genau einsetzen soll. Ich schätze mal, ja, die Hüpfpushen. Okay. Ist der richtige Moment? Ja. Boah. Hä? Was? Hat er keinen Schaden erlitten? What the hell? Ach du Schande. Hä? Hat er keinen Schaden erlitten oder was? Wow. Okay. Erstmal springen. Ich kann nichts gegen ihn ausrichten. Da muss ich erstmal umdrehen. Au, verdammt. Ich hätte blocken müssen. Vielleicht mit einem Hammer. Versuche ich erstmal mit einem abgenutzten Hammer. So, Hauptsache ich kann ihn vielleicht. Ich kann gar nichts gegen ihn ausrichten. Au, verdammt. Alter. Was muss ich gegen den machen? Nehme ich erstmal einen Pilz. Aber ernsthaft, was soll ich gegen den ausrichten? Okay, jetzt durch den Moment. Jetzt aber. So, soll ich die Schere verwenden? Ich glaube, das ist vielleicht keine gute Idee, aber... Ja. Damit müsste ich ihn jetzt bashen können. Okay. Ja, die Aufnahme geht noch. Das ist nicht gut für den Gegner. Ja, Nala. Jetzt kann ich ihn doch schaden. Wow. Okay. Ein Hammer. Nicht schlecht. Also müsste ich ihn mit dem Hammer umdrehen, oder wie? Falls soll ich das verstehen. Nein, mit dem Sprung geht das nur. So. Aber jetzt. Und bam. Ich muss ihn also umdrehen können. Jawohl. Ach, aber das bringt nichts. Da dreht sich wieder um. Nein, attacken Sie. Gar keine Wirkung. Aber wenn dein Gegner umgedreht wäre, hätte es sicher einen Effekt, meinst du nicht auch? Aber dann dieses Ding steht sofort wieder auf. Dann musst du definitiv mehr deine Sticker verwenden. Kein richtiger Tipp, oder? Sogar einmal aneinander ein paar Tacken hintereinander. Ja, das möchte ich zu gerne probieren. Okay, nach dem kurzen Aufnahme Neustart versuchen wir es mal. Okay, müssen wir halt wieder das Stickerrad drehen. Dann wollen wir mal versuchen. Ich hoffe, das klappt. So, Gift. Nein. Ach man, nein. Noch einmal. Was, wir können es noch einmal? Nein, das gibt's ja nicht. Dann versuche ich es mal mit der Glückskatze. Die ist das Einzige, was Mittel gegen den. Okay, und los. Glückskatze, bring mir Glück. Hä? Was ist das? Gott, wie geil. So, endlich. Also nur die seltenen Sticker haben gegen was gebracht. Wow, was ist das? Ah, KP Plus. Schau mal an, jetzt haben wir also mehr KP. Cool. Ey, aber wenn unsere Herzen nicht... Ach so, ich dachte schon, die werden ja auch nicht mehr aufgefüllt. Marius maximal KP sind jetzt 25. Ach so, so kommen die KP höher. Also kein Levelaufstieg, sondern nur Bosse bashen. Das ist wohl das Rezept. Wow, da drunter sind auch noch Sticker. Okay, aber da hole ich mir erstmal den hier. Ein Stickersprung, Glitzersprung, sagt sie schon, Stickersprung, Glitzersprung. Was ist das eigentlich da für ein Loch? Da müsste ich wahrscheinlich auch Papierisierung nutzen. Okay, am besten springe ich erstmal auf den Cooper drauf. So, achso, der ist schon besiegt. Ah, hätte A drücken müssen. Okay, was soll's. So, erstmal ist ein Glitzerhammer, setze ich mal ein. Okay, und... Kaboom, boom! So, das wär's. Yeah, nice. Gut. Wofür ist das eigentlich? Da brauche ich auch die Papierisierungsfähigkeit. Ja. Aber ich glaube, dass ich nicht dafür das passende... Ich benutze der Hammer, der bringt doch da nichts, oder? Nee. Ich klebe höchstens den Hammer dran. Nein. Ist ja möglich, dass der Hammer jetzt verschwunden ist. Oh, nee. Okay, aber dann bekomme ich wenigstens den dafür. Ich wollte mal nur ausprobieren. Was ist das? Blatt? Nee, oder Tanuki oder was? Nee, dafür sieht das viel zu
anders aus. Wofür ist diese Tür eigentlich? Die könnte man auch mit Papierisierung oder aktivieren oder was? Ich weiß es echt nicht. So. Nehmen wir uns mal die Sticker an, da können wir die Infos sehen. Kann ich da nicht die Infos. Ach so, es geht schon. Verwendungsart unbekannt. Bringt das in Laden vielleicht etwas passiert, der was Gutes? Okay, also ist es nur für einen Laden oder für so zum Verkaufen oder wie? Na gut. Ach, da drüben. Da müsste ich doch irgendwie reinkommen, oder? Was ist. Komme ich da nicht rein? Da gibt's doch etwas. Münzen und Sticker. Aber wie komme ich da runter? Hä? So nicht. Die rote Röhre führt dann nur wieder zurück. Okay, lassen wir das. Beenden wir jetzt über den Level und bekommen wir die Münzen von den Kometen hier. Also von den Kometen teil. Okay. Dann mal her mit der Kohle. Aber ein bisschen Dalli. Yeah. Her mit den Schinken. Her mit den Kohle. Her mit den Cash. Gerade noch die 10 erwischt. Woo. Sehr schön. So viel mal zu dem. Oh. Was das jetzt für ein Level ist. Gamba-Kastell. Wow. Das klingt gar nicht so gut. Na schön, wir checken vorher noch schnell aus, was das Blatt jetzt im Laden bringt. Gehen wir am besten mal zurück in die Stadt. So, heilen wir uns dann noch schnell. Bevor ich es vergesse beim nächsten Mal. Entschuldigung. So, guten Abend. Jetzt verkauft er auch schon Powerblock. Und was ist das? Stachel? Hä? Okay, ich verkaufe das erstmals. Das ist ja mal ein hübsches Blatt, Sticker. Den verkaufen? Wie viele Münzen gibt dir? Wer ist mit 20? Okay. So. Ja, und das war alles? Vielleicht passiert was Tolles hier. Nee, ist klar. Okay, ich kaufe erstmal diesen eins. Kaufen wir mal ein paar Sticker, wie zum Beispiel Pilzsticker sind es gerade sehr nur zu empfehlen. Dann diese Pikhelm. Schützt vor Angriffen aus der Luft und kontert diese mit einem Stachel im Helm. Interessant. Okay, noch ein Powerblock. Wir haben ja so viel Kohle. Da können wir uns ruhig alles leisten. Ein paar Hammer. Ich wollte den Auerhammer. Okay. Jetzt nochmal Seriensprung und. Ja. Noch einmal Seriensprung, weil Springen haben wir wahrscheinlich zu wenig. Oh, ach so, wir haben noch Platz. Okay, sehr schön. Hüpfen. So, einmal Sprung. Einmal Hammer. Und noch ein Auerhammer. Wurfhammer. Huchhammer. War es das jetzt? Nein, ich habe keinen Platz mehr. Ja, ich habe noch genug Platz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann mal her mit den ganzen Zeugs. Was nehme ich mir denn noch Schönes? Powerblock, Panzer. Seriensprung vielleicht noch ein. Sonst ist kein Platz mehr, oder? Okay, das wär's. Okay. Sehr schön. Also in den Laden passiert nichts Außergewöhnliches mit dem Blatt. Höchstens vielleicht mehr Münzen anscheinend. So. Auf zur Weltkarte. Doch zuerst werde ich mal mein Album ein bisschen sortieren. So, mit Start war das jetzt gesortieren. Ja, das ist doch eine wunderbare Übersicht. Und da hätte ich vielleicht noch einen Platz für einen Panzer gehabt, aber oder für irgendein anderes Item, aber egal. So, liebe Leute von heute. Weiter geht's im nächsten Part mit Welt 1.6, Gamba Castell. Moment mal, 1.6. Und wo ist dein Alt 1.5? Hä? Ich blick das nicht. Moment mal, da oben geht's ja auch noch ein Level wahrscheinlich. Wenn wir dieses Level durch haben, oder? Moment mal, hier gibt's ja auch noch einen Weg. Der Flussfilmfahrt scheint auch noch irgendwo hinzugehen. Diese gelb markierten? Kann es sein, dass da auch noch Secret Levels gibt? Okay, um genau zu sein, tue ich jetzt zu überrascht, weil, ich habe ja schon einen Thumbnail gesehen. Bei meinen abonnierten Let's Playern. Secret Exit. Ich habe die Videos nicht geguckt, aber sie sagten Secret Exit. Oh Mann. Wie zum Beispiel bei Galkind oder Neosan LPN oder auch Volo Wizard LP, also Volo. Oh Mann.
Alter. Da weiß ich jetzt echt nicht. Vielleicht sollten wir den nächsten Part dann mit dem Flussfilmpfad, mit dem Secret Level Ausgang machen. Oder können wir den auch so erreichen? Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir erstmal die Fähigkeit von den, von diesem Level hier. Vielleicht gibt es eine neue Fähigkeit. Ich weiß es nicht. Wirklich. Wie schon gesagt, ich habe die Videos nicht geguckt. Das wollte ich jetzt noch in Anschluss hinzufügen. Gut, da geht's weiter im nächsten Part mit Gamba Castell. Wie immer, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken. Ich sage auf Wiedersehen und tschüss. Now you know what I'm made of.